Hier ist Arnold. Was für ein schöner Tag. Was könnte den schon kaputt machen? Nun, was wäre, wenn die Erde plötzlich stehen bleibt? Bei einem vollen Stopp aufgrund der Trägheit werden alle Objekte nach Osten fliegen und eine Geschwindigkeit von mehr als 1500 Kilometern pro Stunde erreichen. Außerdem werden atmosphärische Störungen starke Winde erzeugen. Gleichzeitig darfst du aber nicht vergessen, dass die Schwerkraft der Erde gleich bleiben wird. Die Wucht der Ozeane und Meere wird riesige Tsunamis erzeugen, die pro Minute 27 Kilometer Land verschlingen. Ein kompletter Tag wird nun ein ganzes Jahr dauern, da die Erde mit einer Geschwindigkeit von 29,78 Kilometern pro Sekunde einen vollen Kreis um die Sonne macht. Tagsüber, vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang, dauert es 6 Monate unter der heißen, brennenden Sonne. In den nächsten 6 Monaten ist es nachts kühl, bis zu minus 55 Grad. Wenn die Erde zum Stillstand kommt, werden ihre Zentrifugalkräfte hohe Hügel am Äquator bilden. Später werden sie verschwinden und einen festen Ringkontinent am Äquator hinterlassen, der 2 riesige Ozeane trennt. Aber das Schlimmste, was passieren wird, ist, dass der Erdkern aufhört, sich zu drehen. Schließlich ist es diese große geschmolzene Metallkugel, die durch ihre Rotation das Magnetfeld der Erde erzeugt. Das Magnetfeld schützt den Planeten vor Strahlung. Also ist es von nun an tödlich gefährlich, sich auf der Oberfläche aufzuhalten. Also Arnold, so wird das überhaupt nichts, diese Katastrophe zu überleben. Du musst einen Unterschlupf finden. Ich schlag vor, du ziehst an den Äquator. Dort ist's am sichersten. Beeil dich, Arnold! Du kannst den letzten Bus zu den Katakomben erwischen. Jetzt sind alle unter die Oberfläche der Erde gezogen. Keine Sorge, das sind echte Städte mit verbesserter Sicherheit. Du kannst hier sogar Essen anbauen. Was für ein Abenteuer, Arnold! Wenn du mehr darüber erfahren willst, wie Arnold unter der Erde leben wird, drücke den Like-Button und abonniere den Kanal.